Oh mein Gott, geht sie? Geht sie jetzt? Hallo Freunde Endoskop Geschmacks, ich bin Silvi und sehen wir uns ja schon wieder. Nicht, dass das was Ernstes wird hier mit uns. Habt ihr den Kanal schon abonniert? Ein bisschen Commitment hier. Die, die wirklich ganz, ganz serious sind, haben natürlich die Glocke aktiviert, ne? Und heute gibt es die Princess Charming Analyse Folge 8 und wir erfahren heute, wer ins Finale einzieht. Holy Leute, ich finde es so spannend, weil man nicht so richtig weiß, wer einzieht, finde ich. Also ich habe natürlich schon so ein Gefühl und ihr bestimmt auch, aber bis auf eine Person, bei der ich mir eigentlich sehr sicher bin, würde ich nicht drauf wetten. Verrate ich euch vielleicht gleich, bei wem ich denke, dass sie auf alle Fälle ins Finale einzieht oder nicht. Ich schreibe es auf einen Zettel und am Ende lösen wir auf, ob ich es richtig hatte. Es ist irgendwie so krass, dass wir einfach nächste Woche schon Finale haben. Ich möchte das nicht. Pack das jetzt hier rein. Die Frage ist halt auch, was werde ich als nächstes kommentieren? Ein paar andere Videos stehen natürlich schon in den Startlöchern, aber ihr könnt ja gerne mal Formate in die Kommentare schreiben, wenn euch welche einfallen, die ihr gerne sehen möchtet, wie ich die zerpflücke bzw. analysiere. Wenn ihr die gesamte Folge nochmal anschauen wollt, dann könnt ihr das gerne auf RTL Plus tun und wir starten jetzt rein da! Hab übrigens Flat White mit Hafermilch und ihr könnt natürlich wie immer euer Getränk in die Kommentare posten, um den Algorithmus zu pushen. Ich sage auch übrigens gleich noch was zu Natalie. Ich habe nämlich einen richtig krassen Kommentar bekommen, den ich nicht so sehr verstanden habe. Den möchte ich auf alle Fälle hier nochmal erwähnen. Okay, wer glaubt, hier ist im Finale? Keine Ahnung. Man hat ja immer gedacht, Natalie? Nee, habe ich noch nie gedacht. Nee, Eltern, nee, habe ich nie gedacht. Natalie ist zu verkrampft. Inzwischen habe ich auch das Gefühl, dass sie sich zu sehr im Weg steht. Aber ich könnte mir Alena auch vorstellen. Zu Natalie möchte ich auch noch mal was sagen, weil ich dazu einen Kommentar bekommen habe, der mich kritisiert hat, beziehungsweise von einer Person, die auf dem Spektrum ist und autistisch ist. Ich habe ja selber gesagt, ich sehe so neurodivergente Vibes bei Natalie, aber es kann auch einfach durch den Schnitt passieren oder durch gewisse Situationen. Es muss nicht unbedingt heißen, dass es so ist. Aber so diese plumpen Antworten, so dieses Impulsive, dieses Cringige, ne, in so sozialen Drucksituationen und so. Ich kenne das tatsächlich ja auch, weil ich ja auch neurodivergent bin und eine ADHS habe. Deswegen sehe ich das tatsächlich da auch und deswegen fühle ich auch so eine Empathie ihr gegenüber, weil ich auch so dieses sich awkward fühlen in so sozialen Situationen kenne und ich auch sehe, dass Natalie sich einfach selber so übelst krassen Druck macht und dass eigentlich aus meinem Bauchgefühl heraus ihre Intention eigentlich gar nicht schlecht ist, sondern dass sie teilweise die Dinge so macht, wie sie sie macht, aus Druck. Und in der letzten Folge habe ich sie ja eigentlich durchgängig in Schutz genommen, weil ich weiß auch, dass viele Leute ganz, ganz anders über sie reden in den Reactions. Und das Ding ist nur in der einen Sache, kann man es biegen und wenden, wie man will. Sie hat da einfach gelogen und dann das umgedreht am Ende. Und ich finde das total wichtig, das hier an der Stelle nochmal zu sagen, dass wir solche Sachen niemals, finde ich, mit Neurodivergenz begründen sollten. Natürlich kann dahinter stehen, dass man sich Druck macht, dass Unsicherheit da ist und so weiter. Oder auch eine gewisse Art von Verzweiflung, dass man irgendwie in der Gruppe akzeptiert werden möchte und deswegen dann schnell mal gelogen hat. Aber es ändert halt trotzdem nichts daran, dass sie die Schuld auf die anderen Leute projiziert hat. Und ich finde das ganz, ganz schlimm, wenn man Neurodivergenz damit so belagert oder das so draufsetzt und sagt, das ist Neurodivergenz. Weil das ist es nicht. Das sind oftmals ungesunde Tools, die man nutzt, um diesen Druck wieder wegzumachen. Und wenn Menschen manipulieren oder diese ungesünderen Tools verwenden oder destruktiv reagieren, dann ist das nicht immer deswegen, weil sie bösartige Menschen sind, sondern weil da ganz oft dahinter irgendwie Unsicherheit, Druck, Verzweiflung steckt. Das macht aber natürlich die Sache an sich nicht wett. Also es wird ja trotzdem den anderen ein schlechtes Gefühl gegeben. Aber wenn andere Menschen Schaden nehmen, möchte ich das niemals auf Neurodivergenz schieben. Man kann damit erklären, dass dadurch gewisse Strukturen anders im Hirn funktionieren. Aber es ist meiner Meinung nach kein guter Ansatz. Das ist meine Haltung dazu, das als Ausrede zu verwenden. Menschen haben immer Gründe, warum sie so sind, wie sie sind. Aber trotzdem haben wir am Ende die Verantwortung dafür zu tragen, wenn wir erwachsene Menschen sind. Also ich sehe dich eigentlich, Nina, an der Übernachtung steht. Ja,
Ja, das ist schon ein Vorteil. Das merke ich jetzt immer mehr. Das sehe ich auch. Schade, dass es hier keine Abstimmung mehr gibt, ne? Ich finde es total interessant, dass Madeleine sich überhaupt nicht in die Karten gucken lässt und hoffe einfach, dass ich bald mehr Klarheit habe. Ich muss ja sagen, Elsa ist ja auch so eine kleine Analysemaus, habe ich das Gefühl. Und ich habe auch den Eindruck, man kann ihr wenig in die Karten gucken, aber wie gesagt, ein Gefühl habe ich trotzdem. Du. Liebe Ladies, Entscheidungen treffen ist nicht immer einfach. Deshalb habe ich mir für den heutigen Tag Unterstützung dazu geholt. Und heute ist die Folge, die ich so gerne mag, weil es meistens nochmal das Blatt wenden, weil das Blatt nämlich nochmal richtig doll wenden kann, Leute. Ich bin mega aufgeregt, weil ich nämlich gleich meine Mama treffen werde und meine beste Freundin. Die dachten sich, sie kommen mal vorbei, um mal abzuchecken, wie hier die Lage ist. Und ich freue mich mega, mega, mega doll, die zu sehen. Krass, ach krass, ihre Mama ist auch mit dabei. Ich bin richtig doll gespannt. Ich finde auch die beste Freundin und so. Ich finde so, Leute, die einem so nahe stehen, die sagen so viel über einen selber aus. Zeig mir deine Freundin und ich sag dir, wer du bist. Schön siehst du aus. Oh. Esmin. Ist das goldig, ne? Sag mal, Madeleine, hol uns doch jetzt mal ab. Gib uns ein Briefing. Und ich sag euch, wie es ist. Ich habe keine Ahnung, wen ich im Finale sehe. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Okay. Ich finde, die sehen beide so sympathisch aus. Sowohl Mama als auch beste Freundin. Also ich bin mir so bei 1-2, habe ich noch so einen kleinen Zweifel, ob die es so 100% ernst meinen, beziehungsweise ob die aus den richtigen Gründen hier sind. So. Was mir, glaube ich, noch voll wichtig ist, also die wissen alle, dass ich in der Klinik war. Und ja, ich weiß nicht, ob das der eine oder anderen so richtig bewusst ist, dass es auch mal so richtig heftig werden kann und ich da wirklich jemanden brauche, die auch da bleibt. Ach krass, ja, also das eröffnet für mich so ein Bild dahingehend, dass ich das total unterschätzt habe, also diese mentale Lage, weil ich das Gefühl hatte, okay, sie hatte diese Zeit mal, aber hat es überwunden. Aber es scheint ja so, als das hat sie ja, glaube ich, auch in der vorletzten Folge gesagt, dass sie für gesunde Ernährung zu depressiv sei, dass das einfach noch was Akuteres ist. Also brauchst du ja wirklich auch eine Partnerin, die sehr stabil an ihrer Seite ist. Und jemand, der ihr da eben diese Stabilität geben kann und da bleibt. Und nicht irgendwie, keine Ahnung, bindungsängstlich ist, ihr Nervensystem aufreibt und so weiter. Das ist natürlich etwas, was, glaube ich, für jemanden wie sie wahrscheinlich dann echt absolut ungesund wäre. Das kommt mir jetzt zumindest so vor, dass das jetzt nochmal so ein großer Punkt ist. Ich habe den gar nicht so groß gewertet vorher, aber das ist natürlich mega wichtig. Und da wissen natürlich die Mama und die beste Freundin am besten Bescheid. Sie sind eine Big Family und halten immer zusammen. Ist so. Das wäre mir ganz wichtig, dass sie für dich da ist und dass wir als Familie alle zusammen für dich da sind. Süß. Ich meine, ich habe ja das Konstrukt dieser Show und so weiter schon oft kritisiert. Aber trotz allem finde ich das mega schön, dass das Love Interest der Show eben nicht so dieses perfekte Princess, wie auch immer, Image hat. Sie ist natürlich sehr privilegiert in ihrer Schönheit, aber sie hat Probleme mit ihrer mentalen Gesundheit. Und ich glaube, dass sich da viele gesehen fühlen können. Also, ach krass. Da sind ganz viele, die interessieren sich für Madeleine und die hat psychisch auch auf alle Fälle ihre Probleme. Und trotzdem ist sie ein Love Interest. Also, weil ich glaube, dass das natürlich auch ein Tabuthema ist, dass jemand mit mentalen Problemen dann keine Beziehung führen kann und was weiß ich, was da so losgetreten wird, was nicht stimmt, basically. Aber natürlich muss man dann auch gewisse Voraussetzungen mitbringen für eine Partnerschaft, also die andere Seite auch. Für meine Mama ist oder war es nicht immer leicht mit meiner Sexualität. Und dass sie jetzt hierher gekommen ist, um mich zu unterstützen, ist eigentlich der allergrößte Liebesbeweis, den man sich denken kann. Auf der einen Seite finde ich das mega schön, dass Madeleine das so appreciated. Auf der anderen Seite denke ich mir, wie schade, dass das so appreciated werden muss. Weil es ist ja ihre Sexualität. Und ja, ne, also versteht mich nicht falsch, ich finde es voll schön, dass die Mama da ist und dass das so ein Liebesbeweis für Madeleine ist. Aber ich finde es trotzdem so traurig, dass das so was Besonderes ist, weil es soll es irgendwie nicht sein. Das ist doch voll schön, wenn man jemand anderen liebt. Ist doch egal, wen, solange man niemanden damit verletzt. Wie heißen Sie denn?
Also wir haben einmal Nina. Und jetzt wird es spannend, weil jetzt stellt sie nämlich die Kandidatin ihren vertrauten Personen vor. Und das ist, finde ich, sehr interessant. Nina ist ein ganz, ganz herzlicher Mensch. Genau, dann haben wir Elsa. Elsa? Welche Elsa? Ihre beste Freundin so. Die Elsa. Ja, Elsa. Staffel 1 sagt ihr aber auch was? Ich sag ja, das natürlich. Auch was? Sogar die Mutti kennt Elsa. Ich fasse es nicht. Aus der ersten Staffel. Natürlich. In der ersten Staffel hatten wir alle einen Crush auf Elsa. Die ist nochmal so nachgezügelt. Als oft. Ja. Für mich hat das so Chuck Bass-Vibes. Ich erkläre euch, warum alle, die Gossip Girl geguckt haben, verstehen es. Das ist so ein Roller bei Gossip Girl, so der Typ, der so die meiste Macht hat. Der tatsächlich auch innerlich am meisten verkorkst ist. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Der saß mal bei einem Bewerbungsgespräch für so eine Elite-Uni und dann haben sie ihn gefragt, warum die den nehmen sollten. Und er so, I'm Chuck Bass. Und das ist der gleiche Vibe so. Bei Nina sagt sie so, ja, es ist so eine herzliche Person. Und bei Elsa sagt sie halt einfach nur, er ist halt Elsa. Wisst ihr, was ich meine? Dann haben wir Alaina. Sehr feminine Frau. Aber in der letzten Folge sehr mask representative angezogen war. Und das hat der Madeleine ja auch sehr gut gefallen, ne? Oh, feminin. Es scheint nicht so üblich zu sein, das Feminine für Madeleine. Für sexual energy. Und ich weiß noch nicht so genau, ob es auch sehr romantisch werden kann. Bin ich mir noch nicht sicher. Okay, bei Alaina ist so dieses sexual im Vordergrund. Und dann haben wir Natalie. Da muss ich ein bisschen lachen, weil die ist ein bisschen cringe. Es scheint ja irgendwas zu sein, was man den anzieht, sonst wäre sie ja nicht immer noch dabei, oder? Ich finde cringe sein ehrlich gesagt gar nicht schlimm. Ich liebe cringe sein. Ich finde eh dieses Wort, ne, warum haben wir überhaupt sowas kreiert, wo wir uns unangenehm fühlen müssen, weil es irgendwie andere Leute komisch finden? Warum haben wir so ein Wort kreiert? Sie ist halt sehr nervös, aber es ist auch ein ganz, ganz toller Mensch. Sie sagt, es ist ein ganz, ganz toller Mensch. Sehr gut. Eine Eigenschaft. Cringe zu sein. Nein! Ich finde cringe Leute meistens ziemlich cool, weil die eben nicht dieses stereotypische cool sind. Nein, nervös zu sein, das ist doch schön, das ist doch authentisch. Ich sag jetzt nochmal, weil die sind ja beide mega sympathisch. Da würde ich mich an den Tisch setzen und wohlfühlen, das wüsste ich. Mit denen würde ich gerne Kaffee trinken gehen und Kuchen essen. Hi, ich bin Yassi. Ich bin Nina. Und jetzt geht's los. Ich glaube, meine beste Freundin hat eigentlich so am besten den Plan, für welche Frauen ich normalerweise gehe. Und wollte ich runterziehen? Hi. 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 Ich umarme euch jetzt einfach. Ja, ich bin Gabi. Hi. Ja, und die Madeleine, die verfolgt das Ganze auf einem kleinen Bildschirm. Geil, ich liebe sowas. Also ihr kennt euch durch das Studio. Genau, wir waren Mitbewohnerin, deswegen. Ah, okay. Jetzt fragt ihr, woher wir uns kennen? Ja. Was glaubt ihr? Was glaubt ihr? Ratet mal, wer bin ich? Ach, die wissen nicht, dass das die Mama ist, ne? Ich glaube, ich weiß es, aber vielleicht verwechsel ich es auch. Ich glaube, du bist die Frau von ihrem Vater. Fast. Nein. Nein, okay. Dann die Tante? Nein. Dann die Mama. Mama. Ja. Die, okay. Die Mama? Die Mama? Bei Irina war die Zwillingsschwester da und bei Hannah waren Freund und Freundin da. Mama war noch nie da, deswegen. Ich glaube, damit hat keiner gerechnet, Leute. Passiert. Findet ihr, konntet jetzt schon in so einer kurzen Zeit auch schon so eine Verbindung aufstellen zu ihr? Oder wie sieht das da bei euch aus? Also ich habe das auf jeden Fall unterschätzt, wie wenig Zeit man hat und wie wenig man auch irgendwie so locker mit ihr interagieren kann. Aber ich hatte das Glück, dass ich bei ihr übernachten durfte. Und da wurde mir wirklich viel wertvolle Zeit geschenkt. Aber ja, ich möchte immer noch sie mehr kennenlernen und auch, dass sie mich mehr kennenlernt, auf jeden Fall. Weil die Zeit ist extrem begrenzt hier. Definitiv. Wow. Das ist schon eine krasse Situation, wenn du da so zu viert sitzt und alle wollen so deine Tochter oder deine beste Freundin. Und dann argumentieren die so für sich. Ah, das finde ich cringe, Leute. Aber cool, dass du das Übernachtungsdate hattest. Fand ich auch. Ich hätte an Ninas Stelle nicht erzählt, dass ich ein Übernachtungsdate hatte, weil es sonst so wirken würde, als hätte ich schon genug Zeit oder viel mehr Zeit als die anderen Frauen hier im Haus mit Madeleine verbracht. Und naja, man würde ja das Einzeldate noch haben wollen, also man will ja noch mehr Zeit. Sehr strategisch ist Elsa, ne? Also da passiert nichts, ohne darüber vorher nachgedacht zu haben. Also es ist alles sehr geplant.
das ist das, was mir bei Elsa halt krass auffällt. Ne? Das ist, die überlässt nichts dem Zufall. Das macht sie natürlich sehr berechnend. Ja, ich muss sagen, ich bin also von Grund auf einfach eine sehr energetische Person. Mhm. Ich nehme Energien immer sehr stark wahr. Und das habe ich auch bei Madeleine ganz schnell gemerkt. Und aufgrund dessen haben quasi einfach unsere Augen für sich gesprochen und die Energie und somit auch die Connection, die einfach zwischen uns ist. Und das fühlt sich sehr, sehr schön an. Das Flirten habe ich von Mama. Also da sieht man, dass sie verwandt sind, da, wirklich. Weil Madeleine genau die gleiche Mimik hat. Bei Elena denke ich mir ganz oft, sie sagt so viel, aber eigentlich sagt sie so wenig. Wisst ihr, was ich meine? War komisch zu hören, wo steht jede Frau mit Madeleine und wie ist die Bindung? Und macht einen unsicher. Ja, das verstehe ich. Doch ganz gut, Nathalie. Madeleine und ich fühlen uns sehr zueinander hingezogen. Wir hatten sehr cringe, komische Momente miteinander, weil ich halt wirklich sehr nervös war, auch in ihrer Gegenwart. War. Und ich fand es schön, so die letzten Gespräche, die wir hatten miteinander, habe ich ihr viel von mir erzählen können und auch Facetten an mir zeigen dürfen. Und das war für mich total schön, weil das irgendwie sich so ehrlich angefühlt hat. Okay. Ja, manchmal habe ich das, bei Nathalie habe ich manchmal auch das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob das so generell passt, weil Nathalie ja eigentlich Familie möchte jetzt und das hat sie zumindest in der ersten oder zweiten Folge gesagt und sich so ein bisschen setteln möchte mit einer Person und sich was aufbauen möchte. Und Madeleine ist, glaube ich, an einem ganz anderen Punkt. Sie will irgendwie reisen und sich noch ausprobieren im Sinne von, was, glaube ich, so zu ihrem Leben wirklich passt. Weil die das, glaube ich, noch nicht so richtig weiß. Also zumindest kommt es so rüber. Ich meine, Madeleine ist ein sehr weltenoffener Mensch. Ne? Sie hat schon in Tansania gewohnt, jetzt in Holland. Ja. So, ne? Könntet ihr euch auch vorstellen, im Ausland zu leben? Das ist ein Muss für mich. Hab mit ihr auch schon ein bisschen darüber geredet. Wir haben beide so den kleinen Traum, dass wir einen Camper ausbauen wollen. Genau, so. Genau. Ich, ja. Ich war so, Projekt. Ja. Ja, Elsa ist eine kleine Performerin, ne? Ja, also ich bin eine Person, ich habe eigentlich nie so richtig einen Plan, weil ich so flexibel bin. Aber eins weiß ich liebe Köln. Fühle. Ich liebe Köln ja auch. Köln ist einfach Köln. Bist du lebst auch gerade in Köln? Ja. Ich kenne Köln, ich kann nicht verstehen. Karneval Köln, mega. Karneval Köln, das macht Köln aus. I love, Leute. Karneval. Genau den gleichen Kommentar hatte meine Mutter auch gesagt. Ich glaube, meine Mutter und Madeleines Mutter, die würden sich richtig gut verstehen. Nee, aber das wird vermutlich immer irgendwie meine Base sein oder so, mir das Heimatgefühl auch geben. Ich kann mir auch vorstellen, im Ausland zu leben für eine gewisse Zeit. Aber was dann so Familienplanung und sowas angeht, würde ich dann tatsächlich das Ganze doch eher in Deutschland machen wollen und dann gucken. Ne? Jetzt hast du gerade mal Familie angesprochen. Das ist natürlich, was habt ihr anders erwartet? Ganz wichtig für mich, weil Madeleine und ich, wir beiden sind echt ein Dreamteam, also unsere ganze Family. Wir halten total zusammen, weil Madeleine, wie ihr vielleicht wisst, schlechte Zeiten gehabt hat. Und waren für mich auch wirklich ganz emotionale Zeiten. Ne? Und deswegen ist es wichtig, Familie muss da sein, der Zusammenhalt und auch, dass ihr das eben auch geben könnt. Das müsstet ihr auch wissen. Dass also ihr das auch ehrlich meint. Ja, ne? Ich habe mit ihr da auch drüber geredet. Ich habe selber. Und es ist so wichtig, dass die Mama das sagt, ne? Weil wenn das abschreckt, dann lass es. Dann lass es, dann lass Madeleine in Ruhe. Ist wirklich, ich bin auch gerade so, dann lass sie in Ruhe. Don't do that to her. Sehr schlechte Zeiten hinter mir. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass mich das auch mit ihr verbindet. Und ich glaube, dass wenn man das leider mal erlebt hat, einfach ein sehr großes Verständnis dafür hat, dass man sagen kann, ich bin immer da und das Wichtigste ist, dass dir gut geht. Ja. Das ist auf alle Fälle, finde ich, ein Pluspunkt. Also, ich glaube, es gibt gewisse Dinge, die können manche Menschen halt nicht so gut nachvollziehen, außer wenn man halt selber in der Lage mal war, dann weiß man einfach, wovon man spricht, wie die andere Person fühlt und so weiter. Natürlich kann man sich immer versuchen, in andere hineinzuversetzen, aber ich glaube schon, dass das helfen kann und dass das beide natürlich auch verbindet. Und ich glaube, auch wenn man so Dinge erlebt hat, die echt tiefgreifend irgendwie schlimm waren, dass man auch Empathie als Stärke daraus mitnehmen kann. Ne? Und ich habe das Gefühl, Nina ist ein sehr warmherziger und empathischer Mensch, so wie sie in diesem Format rüberkommt.
Man wird in Anführungszeichen leider auch erst so feinfühlig, wenn man selber mal Mist durchgemacht hat. Ist natürlich nicht pauschal zu sagen, aber bei vielen Menschen ist das so. Wenn die so super krass feine Antennen haben, dann liegt das meistens daran, dass sie die entwickeln mussten, um sich sicher zu fühlen. Und das sehe ich bei Nina auf alle Fälle. Und sie hat daraus halt eine sehr schöne Eigenschaft gemacht. Ne? Aber ich will damit nur sagen, es kann auf alle Fälle von Vorteil sein, wenn man das versteht. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich da einfach einen Vorteil habe, weil ich sie verstehe und weil ich weiß, was man dann braucht. Und wir uns gegenseitig da ergänzen können. Das glaube ich auch. Ich glaube schon, dass sie jemanden braucht, der von Grund auf eigentlich erstmal Stabilität ausstrahlt. Mhm. Und ihr Sicherheit geben kann. Es ist sehr spannend, diese Worte aus Elsas Mund zu hören. Denn sie ist diejenige von den Vieren, die ihr ja wirklich am wenigsten Sicherheit gibt. Bei der Madeleine am allermeisten zweifelt, ob sie es ernst meint, warum sie hier drin ist, welche Mixed Signals da kommen und so weiter. Ne? Also Sicherheit im Sinne von, ist diese Person sicher für mich? Nicht, sind meine Gefühle sicher zu ihr? Weil ich glaube, dass wenn jemand so unsicher ist und man selber sehr ängstlich ist, wird man auch schnell attached. So, und hat auch Suchtfaktoren, ne, wenn jemand so schwer zu haben ist. Und deswegen finde ich das sehr spannend, dass das aus Elsas Mund kommt, weil ich finde nämlich, Nina hingegen gibt ihr die meiste Sicherheit, die ja ähnliche Dinge erlebt hat. Just saying. So, weil wenn es halt dann zwei Personen nicht so gut geht, zieht man sich vielleicht gemeinsam runter. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass da jemand ist, der stark ist und ein bisschen Sonne in ihr Leben bringt. Mhm. Für mich fühlt es sich gerade ein bisschen so an, als würde sie so ein bisschen gegen Nina schießen, beziehungsweise sagen, ja, weil du das schon erlebt hast, bist du dann überhaupt stabil. Finde ich, kann man gar nicht so sagen. Es ist ja genau der gleiche Ansatz, wie wenn man sagt, Leute, die in Therapie waren, sind nicht stabil oder kriegen jetzt keine Zusatzversicherung mehr, weil sie Therapie gemacht haben. Das ist ja die Denke, die so das System irgendwie hat. Aber es ist eigentlich voll gut, wenn man in Therapie geht und sich Hilfe holt, weil man dann nämlich stabil werden kann. Und nur weil eine Person stabil wirkt, heißt es noch lange nicht, dass sie stabil im Inneren ist, nur weil sie keine Therapie macht. Also es gibt, glaube ich, einige Menschen, die das irgendwie verdrängen oder sich nicht damit beschäftigen wollen und alles andere als stabil sind. Und die Leute, die sich damit beschäftigen und sich mit sich selber befassen, sich Hilfe holen, um stabil zu werden. Digi, da sage ich doch, das ist doch die safere Nummer. Also, wisst ihr, was ich meine? Was ich noch fragen wollte, weil du warst ja auch schon in der ersten Staffel mit dabei, ne? Ja, du wolltest nicht so wirklich in eine Beziehung gehen, ne? Also denkt sich so, what the fuck? Oh, ich liebe die beste Freundin. Ich liebe die! Dass die so geradeaus ist. Yes? Ich bin so froh, dass diese Fragen jetzt jemand stellt, ne? Natalie denkt sich, ja, finally, sagt's mal endlich jemand. Ja, ich weiß, ich habe auch Madeleine darauf angesprochen. Ich meinte, dass ich total hoffe, die Chance zu bekommen, mich zu zeigen, wie ich jetzt bin. Leider hatte ich ja nicht ganz so viel Zeit wie die anderen. Nee, ich finde, Elsa hatte schon viel Zeit. Sie hatte ja zwei Einzeldates, ne? Ich hoffe, die noch zu bekommen und... Schleimer. Ja, ich bin eigentlich voll der Beziehungsmensch. Eigentlich. Ja, ich finde, man weiß so wenig über das Beziehungsleben von Elsa. Wie viele Beziehungen hatte sie denn schon? Wie lange gingen die denn schon? Das sind alles so Fragen. Das würde mich zum Beispiel interessieren. Und würde auch voll gerne eine haben, ja. Aber auch die Nähe dann aushalten können, das sind natürlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Aber es kommt mir schon so vor, als würde Elsa das jetzt auf alle Fälle anders angehen als in der ersten Staffel. Und sie hat ja auch gemeint, sie hat sich geändert. Trotzdem muss ich einigen Kommentaren recht geben. Mein Bauchgefühl ist tatsächlich ein bisschen hin und her gerissen und sagt mir, sie ist toll, was soll ich sagen? Es wirkt halt alles sehr performing. Mein Ruf eilt mir voraus, sage ich mal. Mir war schon bewusst, dass das vielleicht ein Thema werden könnte. Besser ist es, dass wir darüber sprechen, als wenn sie es für sich behalten, irgendwas über mich denken und ich es nicht weiß. Ich kann mir auch vorstellen, Elsa hat Druck, weil sie denkt, die Leute denken so und so von mir. Ihr Ruf eilt ihr voraus und jetzt möchte sie beweisen, dass es nicht so ist. Natürlich war da so eine Person, wo es wirklich sehr, sehr viel Geschleimer gab. Meinen die damit Elsa? Ja, ich fand mich da schon so glitschig. Also als sie reinkam, habe ich gedacht, boah, wow, Wahnsinn. Die hat mich wirklich auch geflasht. Ich traue ihr nicht so ganz, ob sie es wirklich ernst meint. Mamas haben meistens recht, ne? They have a sense for it. The mama sense.
Ich würde gern, dass die Mutter bitte auch zur Wiedersehensshow kommt, damit wir erfahren, wen sie mit was gemeint hat. Dann mit der Auflösung dazu, ob das Gewinnerinnenpaar noch zusammen ist. Das wäre doch was. Die Mutti in der Wiedersehensshow. So, ja. Wer denkst du wird's? So, wir gucken uns mal an, wer das Einzeldate gewonnen hat, wen die beiden ausgesucht haben. Ja, das ist die Elena. Ach, krass. Das ist ja spannend. Hätte ich tatsächlich nicht mitgerechnet. Ich dachte, Nina. Wir dachten so, dass du vielleicht noch mal ein bisschen Zeit mit dem brauchen kannst. Danke, ich freue mich sehr. Okay. Ich bin mit Elena sehr, sehr gut im Haus. Deswegen freue ich mich natürlich für sie. Aber ja, ich hätte auch gerne Einzeldate gehabt, ganz klar. Ich finde das sehr spannend, weil in dieser Folge Nathalie so ein bisschen ruhiger geschnitten wird und nicht mehr so, ja, wie in den letzten Folgen mit dieser Psychomusik immer drunter und so. Und zack, kommt die auch ganz anders rüber, Leute, ne? Und ich habe den Eindruck, Nathalie ist richtig exhausted, das ist ja alles gerade zu viel. Also ich habe eher den Eindruck, es ist so, sie ist so richtig langsam ausgelaugt von allem. Richtig scheiße gelaufen, ich bin schlecht drauf. Weil sie nicht gewonnen hat, ne? Ja, schade Schokolade auf jeden Fall und finde ich echt traurig. So, es hat mir schon was bedeutet, auch mal so von einer anderen Seite die Bestätigung zu kriegen. Ja, weil natürlich das auch beeinflusst, ne? Aber es das heißt ja nicht, dass Nina irgendwie schlecht abgeschnitten hat oder so bei denen. Sie meinten ja auch, dass Elena mehr Zeit noch hat. Und das stimmt schon. Sie hat ja gesagt, sie hat das Übernachtungsdate gehabt. Vielleicht dachten sie sich, ja, die hatten jetzt genug Zeit. Elena finden sie auch toll. Und meine Theorie ist, dass sie dachten, Nina ist schon so close zu Madeleine. Die ist safe. Und ich habe den Eindruck, dass die Mutter und auch die beste Freundin ein wenig Zweifel bei Elsa haben und Angst hatten, dass Elsa ins Finale kommt und deswegen dann Elena diese Zeit gegeben haben. Das ist zumindest meine Theorie. Diese Kommentare, von denen wir nicht wissen, wem sie zugeordnet waren, mit da schleimt ja jemand ganz dolle und ich weiß nicht, ob sie es ernst meint, bin ich mir unsicher. Wenn das jetzt auf Elsa zugeschrieben wurde, kann ich mir vorstellen, dass sie Elena diese Chance lassen wollten, weil sie dachten, das hat noch Potenzial. Für uns am meisten. Und dann sind am Ende Elena und Nina im Finale. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube ein bisschen, dass das auch Strategie war. Ich weiß nicht, ob ich mich damit zu weit aus dem Fenster lehne. Ich kann es mir aber vorstellen, weil eben Elsa auch diesen Ruf hat. Und ey, beide wussten ja, wer sie ist, ne? Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass du da vorsichtig bist bei deiner eigenen Tochter und besten Freundin. Und du vielleicht Angst hast, dass deine Tochter oder beste Freundin verletzt wird dadurch. Ich kann mir das schon wirklich gut vorstellen. Die beiden. Ja, doch. Auf jeden Fall. Und definitiv. Sie hat wirklich so eine Flash-Ausstrahlung. Ja, die Mutti ist geflasht von Elena. Ich bin geil. Und auch Madeleine freut sich. Oh mein Gott. Ich hab Angst. Die sehen schon gut zusammen aus, ne? Die zwei. Aber die Kameraperson war auch ein bisschen wackelig unterwegs, ne? Vielleicht vorhin Sekt getrunken, oder? Da gibt's ein kleines Küsschen, Leute. Das sieht doch schön aus. Ich weiß zwar nicht, was die da machen genau, aber ist ein Action-Date. Wir schalten zurück in die Villa und ich sag euch, Leute, ich glaube, die Nerven liegen so langsam blank. Ja, krass so, ne? Einfach Elena. Was soll ich sagen? Krass. Ja, ist auf jeden Fall noch mal das ganze, Menü abgespeist. Aus meiner Sicht hat Elena das Einzeldate nicht verdient. Ich glaube, dass Elena eine gute Zeit hier haben möchte und ihr Fokus nicht darauf liegt, wirklich eine Beziehung zu finden. Also ich glaube auch, dass bei Elena das noch nicht so ganz sicher ist, wohin das führt, ne? Aber ich kann das bei Elsa auch noch nicht sagen, ehrlich gesagt. Es ist ziemlich crazy. Jeder hat irgendwie auch ernsthaftes Interesse an Madeleine. Und meine größte Angst ist, verletzt zu werden und am Ende dann alleine nach Hause zu gehen. Ja, ich glaube, so geht's wahrscheinlich jedem. So Familie und FreundInnen irgendwie jemanden dann auswählen, den ich eh schon gut finde, das wäre für mich schon nochmal auch echt ein Zeichen. Und ich würde sehr, sehr ernsthaft nochmal darüber nachdenken. Ja, ich auch. Also das wird das Ganze heute Abend nochmal sehr durcheinander werfen. Ich finde es auch krass. Same. Ich würde so doll darüber nachdenken. Also, was mein bester Freund sagen würde über die Person, die ich date, das ist mir so wichtig. Weil der halt auch nochmal Sachen sieht, die ich vielleicht nicht sehe. Weil der halt nicht mit der rosaroten Brille da drauf guckt, ne? Deswegen, das ist so eine heftige Dynamik. Es kann sich irgendwie, habe ich das Gefühl, jeden Tag ändert sich das. Oder? Klar, mit jedem Date. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Elsa und
Weg ins Finale kommen. Aber es täte mir ja unglaublich leid für Elsa, weil dann würde sie schon wieder Zweite werden. Oh mein Gott! Salty, salty, ich lieb's bisschen. Blöd, ne? Ich bin aber hier ein bisschen, du bist ja echt schmerzempfindlich. Oh, ja, ich dachte, du stehst auch ein bisschen auf Schmerz. Ja, aber nicht solch ein Schmerz. Also ich muss sagen, wenn wir beide im Finale sind und du bist wieder Zweite, ne? Das würde mir schon auch das Herz brechen. Da werden die Aggressionen anders ausgelassen, ne? Ja. Naja, ich weiß ja schon, wie es ist. Aber ich finde, ich passe gut zu ihr und du passt auch gut zu ihr. Finde ich auch. Jeder so auf seine andere Art und Weise. Ja, voll. Also wir bringen schon auf jeden Fall sehr unterschiedliche Sachen noch mit. Ja. Oh Leute, ey. Also jetzt wird's richtig unbequem für alle, würde ich behaupten. Bei dir und bei Alena check ich nicht so richtig. Warum? Da werden jetzt Spitzen verteilt, ne? Wie ihr zusammenpassen sollt, aber... Wieso? Muss da sagen, steht auch ein bisschen auf dem Schlauch. Warum? Sonst. Ich sehe es irgendwie nicht so richtig. Ich finde, du und Alena passen. Nee, das sehe ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung, ich beurteile das nicht, wie ihr zu ihr passt, weil ich euch nicht in der Dynamik mit ihr sehe. Und da sagt Nathalie was ziemlich Korrektes. Also, finde ich jetzt schon... ziemlich heavy, ehrlich gesagt. Ja genau, das fehlt mir halt auch. Deswegen ist das nicht mein Bier. So, ich versuche mich auf mich zu konzentrieren und was ihr mit ihr habt, ist cool, aber bei mir ist cooler. Halt oh nee. Boah, das tut mir echt gerade auch ein bisschen leid für Nathalie, weil sie ja eh schon eine unsichere Person ist. Und die wissen das eigentlich auch. Finde ich nicht nice. Nee. Ich finde es anmaßend. Warum wertet man ab? Ja. Ja. Ist anmaßend. Dann hat er die recht. Ja, um sich vielleicht selber aufzuwerten. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vor allem, wenn man bedenkt, dass zwischen Nathalie und Elsa ja eigentlich die Verbindung, so wie man das gesehen hat zumindest, in den vorherigen Folgen total schön eigentlich war. Wo Elsa sich gegenüber Nathalie auch geöffnet hat mit ihren Ängsten und Nathalie dann gesagt hat, danke, dass du dich mir teilst. Also auch bezogen darauf finde ich das gerade echt mies, tatsächlich. Und deswegen würde ich da einfach irgendwie einen Ball flach halten. Kommen wir zurück zum Einzeldate mit Alena. Was suchst du in der Partnerschaft? Mir ist wichtig, dass ich mich bei meiner Partnerin fallen lassen kann. Mhm. Und dass ich einfach das Gefühl von Vertrauen habe. Weil ich das Gefühl in meiner Familie einfach nie bekommen habe. Mhm. Und das auch nie geben konnte und ich lange irgendwie damit Probleme hatte. Und das ist mir echt super wichtig. Mhm. Man sucht immer das, was man in der eigenen Familie vermisst hat. Mhm. In der Partnerschaft. Und auch, dass es so, dass ich viele Abenteuer mit meiner Partnerin erleben kann. Also sei es jetzt im Bett oder außerhalb des Schlafzimmers. Okay. Ich mag einfach gerne neue Dinge auszuprobieren und ich wünsche mir eine Partnerin, die genauso offen für die Dinge ist. Die sind schon schön zusammen anzuschauen, aber irgendwie matcht das für mich nicht zu 100%, Leute. Die? Für mich ist es auch mega wichtig, dass man zusammen wächst. Ich glaube, ganz viele haben ja so die Einstellung, wenn man noch ein bisschen jünger ist und wollen die erstmal Erfahrungen machen und erleben. Aber ich finde, man kann das auch in einer Partnerschaft zusammen machen. Ne? Und dann teile ich die mit jemand und dann weißt du auch eine Person, die genau weiß, wie sich das angefühlt hat in dem Moment. Und das finde ich mega, mega schön. Weiß deine Mama, dass du hier bist? Ja, weiß sie. Ja? Ja. Sie ist Ehrlichkeit. Beziehung zu ihr. Ja, die Beziehung zu meiner Mama war nicht immer gut. Auch eine Zeit lang also, konnte ich einfach irgendwie gar nicht mehr richtig schlafen, weil das alles familiär so extrem war. Und die Sache mit meiner Sexualität und diese Desorientierung, dass ich mir dann echt einfach so... ja, als 14-Jährige mir da Weinflaschen gekauft habe, mir das alles gekippt habe, um einfach irgendwie mal schlafen zu können. Und das sind halt so Situationen, aus denen wächst man hoffentlich heraus. Ja, das hatte sie ja schon mal angeschnitten. Und ich glaube, das ist einfach ein großes Thema bei Alena im Leben. Und voll schön, dass sie sich da jetzt so teilt. Und die machen uns natürlich so zu den Menschen, die wir dann heute sind. Ne? Deshalb bin ich so stolz auf dich. Dass du das geschafft hast bis hierhin und dass du so eine tolle Beziehung zu deiner Mama hast. Bist du stolz auf dich? Nein. Ich bin da für dich. Es
Es ist so schön. Ich glaube, so auf dem Papier ist Elena sicherlich eine Partnerin, die die Mutter und die beste Freundin wahrscheinlich auch an der Seite von Madeleine sehen, aber irgendwie fehlt da was. Wisst ihr, was ich meine? Dass es dich gibt. Oh, Hallöchen! Ich fühle mich gut neben dir. Der Sonnenuntergang. Ich liebe ihn doch. Ich liebe doch Sonnenuntergänge, Leute. Was ist so dein Gefühl? So, Elena ist jetzt zurück ins Villa. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt so ein bisschen näher mit ihr bin. Mhm. Und dass uns auch gewisse Dinge einfach verbinden. Und ja, Fakt ist, wir hatten heute einen mega Tag. Das war echt geil. Also würde sich sehr überraschen, wenn du heute gehen müsstest. Es kann sich ja trotzdem noch alles ändern, aber ich hab da schon ein sicheres Bauchgefühl. Wir versuchen halt alle so ein bisschen Kontrolle über diese Situation zu gewinnen, ne? Also auch verständlich, dass man so herausfinden will, wo stehe ich, wo stehen die anderen, womit kann ich rechnen, wie kriege ich Kontrolle über dieses Gefühlschaos hier. Ja. Wie wart ihr so miteinander? Keine Ahnung, wir waren einfach so voll für uns. Und körperlich ein paar Mal geküsst und ansonsten so Arm und Arm nur da gelegen. Ja, ansonsten viel geredet. Jetzt spüre ich, wie unfair ich es finde, wenn dann halt so eine Elena im Haus sagt, sie kann das Gefühl nicht aufbauen und dann aber vor ihr so krass tut, als wäre sie voll into her so. Hat sie gesagt, sie kann das Gefühl nicht aufbauen? Das habe ich irgendwie verpasst, Leute, aber das ist eine sneaky Information, die Elsa hier teilt im Einzelinterview. Wenn das so ist, dass sie das Gefühl nicht aufbauen kann, dann ist das ja genau das, was ich irgendwie so sieke in diesen Situationen mit Elena. Und dann kann ich es auch verstehen, dass Elsa das unfair findet, wenn sie selber ernsthaft interessiert ist. Aber im Endeffekt muss das ja auch Madeleine erkennen, ne? Also ich will nicht sagen, Liebe ist nicht fair, weil Liebe ist eigentlich fair. Aber so der Mensch an sich und wie die Gefühle dahingehend sich entwickeln und was damit reinspielt, Projektion, Familienhintergrund, wie man aufgewachsen ist und so weiter, was man braucht, welche eigenen Baustellen man hat. All das spielt damit ein und deswegen ist dieser ganze Prozess oftmals nicht fair. Leider. Also ich finde, ihr habt eine krasse sexuelle Anziehung, aber ich sehe jetzt gar nicht so emotional irgendwas bei dir tatsächlich ihr gegenüber. Ich weiß nicht, wie ernst du es mit ihr meinst, so. Also ob du jetzt so ernsthaft dir eine Beziehung vorstellen kannst, ich verstehe. Ob du sie ernsthaft kennenlernen wollen würdest, auch außerhalb von alledem hier und so, keine Ahnung. Klar habe ich ernste Absichten und ich will sie auch weiterhin kennenlernen, das ist Fakt. Ich finde es schon heftig, dass sie Elena jetzt so richtig die Pistole auf die Brust setzt und sagt, bist du überhaupt ernsthaft interessiert? Im Endeffekt, ne, so wollen die jetzt Elena dazu bewegen, freiwillig zu gehen? Also ich kann nur für mich reden, ich habe das Gefühl, ich habe eine ziemlich tiefe, ja, du hast eine sehr emotionale Bindung zu ihr. Ich glaube, es muss halt irgendwie diese Mischung sein. Es darf nicht nur emotional sein und nicht körperlich. Es darf nicht nur körperlich sein. Boah, Leute, ich habe echt das Gefühl, dass so Sachen gesagt werden und da eigentlich eine ganz andere Submessage hintersteckt. So, da wird so gesagt, ich habe jetzt eine emotionale Bindung zu ihr. Ich weiß nicht, ob das jetzt meine Projektion ist, aber dass damit so gesagt wird, Elena, aber du hast keine emotionale Bindung zu ihr. Dann sagt Elsa, aber die emotionale Bindung ist ja jetzt auch nicht das Wichtigste. Das muss zwar da sein, aber die andere Seite auch und die Mischung macht's. So von wegen, Elena hat nur die sexuelle Verbindung, Nina hat nur die emotionale Verbindung und ich, Elsa, ich habe beides mit ihr. Deswegen bin ich, also es ist so ein bisschen verpackt, sugarcoated, eigentlich mit Spitzen um sich geschossen. Und natürlich, die Situation ist krass und so weiter, aber ich finde es so heftig, wie unterschiedlich tatsächlich Frauen und Männer durch die Sozialisierung mit solchen Situationen umgehen. Das soll irgendwie beides sein. Aber wart ihr jetzt schon körperlich? Ich will darüber nicht hier reden. Okay. Die Nathalie, die macht's richtig. Die ist einfach ganz woanders. Die hält sich da raus und ich sag's euch, wie es ist. Das ist doch, glaube ich, die gesündeste Variante. Keine Ahnung, was mit Elsa ist. Uns gegenüber oder mir gegenüber hier im Haus wirkt sie einfach manchmal sehr kühl und reserviert. Also vor allem Nina und Elsa sind gerade beide, finde ich, sehr am Limit. Also man merkt so richtig, die Nerven liegen einfach blank. Sie sind alle immer so, ich gönn dir das, red du mit ihr, ich gönn es niemanden.
So, nö, ich will mit ihr reden. Kein Bock, dass du mit ihr redest. So, und jetzt wird noch mal gute Miene zu einem dramatischen Spiel gemacht, denn es ist der letzte Abend in der Villa. Und ich glaube, einen Tag länger hätte es auch keiner mal ausgehalten, sage ich euch ehrlich. Uns auf diesen letzten Abend. Auf uns, Abend. Auf die schöne Zeit. Vielen Dank. Auf vielen Dank. Die Liebe. Danke für eure Zeit, auf die Liebe. Auf alles. Boah, ich spüre es bis hierher, wie dick die Luft ist, ne? Für euch, ihr Süßen. Na, ihr? Na, na du? Schick sie das hier aus, oder? Habt ihr aber alles. Wie war das für euch, dass Alaina mit aufs Date gekommen ist? Scheiße. Ich glaube, wir hätten uns das alle für uns selber gewünscht. Und ja, klar, es ist auch ein Gedanke, so, okay, warum wurde Alaina jetzt ausgewählt und nicht ich? Sehen deine Mama und deine beste Freundin irgendwie kein Potenzial in mir? Passen wir irgendwie nicht zusammen? Ja, es macht auf jeden Fall was mit mir. Nee, ich habe ja meine Theorie schon gedroppt, ne? Ich weiß nicht, ob sie sie genommen haben, weil sie dachten, dass sie am besten zu dir passt, oder ob sie sie genommen haben, weil sie dachten, dass ihr noch ein bisschen Zeit miteinander braucht. Mhm. Und so hatte ich das eigentlich eher verstanden. Oh, Alaina, es tut mir so leid, ne? Alaina ist halt durch diese Auswahl von Mama und beste Freundin von Madeleine so in die Schusslinie geraten. Puh, die Arme. Bei der Formulierung, sorry, ich bin ganz ehrlich, es ist so. Ja, also die Nerven liegen zwar blank, aber es ist schon auch unangenehm zu sehen, dass jetzt so Alaina so ein schlechtes Gefühl gemacht wird. Ich glaube, das interessiert uns irgendwie alle. Wie stellst du dir das denn vor, wenn du nur mit einer von uns hier rausgehst? Also ich muss ja jetzt gerade noch, ich schreibe ja gerade meine Bachelorarbeit, mhm. Muss sie natürlich auch beenden. Und ich habe die Möglichkeit, nach Hongkong zu gehen. Surprise! Drop ich einfach mal. Oh Leute, ne? Ich meine, sie hat ja darüber geredet, über Zukunft, dass sie hier noch ein paar Arbeiten schreiben muss und dass sie da relativ frei ist, wo sie ist. Jetzt will sie vielleicht nach Hongkong gehen. Mich würde es verunsichern. Mich würde es richtig doll verunsichern, weil es sind so unterschiedliche Sachen, die ständig gedroppt werden. Dann kommt das auf einmal. Ich finde es leider, so gern ich Madeleine mag, so sympathisch ich sie finde, so unberechenbar finde ich sie irgendwie auch leider. Vielleicht durfte sie es auch nicht sagen von der Produktion aus, ich weiß es nicht, ne? Aber wenn man es jetzt aus ernsthafter Perspektive betrachtet, pff, schwierig. Darf ich dich fragen, ob du deine Beziehung über dein Studium stellst? Oder würdest du dann so sagen, nee, ich mache das jetzt einfach, weil mir mein Studium extrem wichtig ist? Also für mich, wenn ich in einer Beziehung bin, dann mache ich keine Entscheidungen alleine. Schon mal gut. Gut. Leute, auch ich war schon mal in einer Beziehung, wo das nicht so war. Und das ist wirklich kein schönes Gefühl. Und es kommt halt einfach so krass auf die Situation an. Also ich würde niemals sagen, so, ich habe mich jetzt schon dafür entschieden, ohne mit dir darüber geredet zu haben. Und so ist das jetzt. Nina sieht nicht so glücklich aus über diese Info. Und ich glaube, ja, mit der richtigen Partnerin wird dann auch die richtige Entscheidung getroffen. Ich glaube sogar, dass meine Lebensplanung und die von Madeleine am besten zusammenpassen. Ich bin nicht ortsgebunden durch meinen Job. Dementsprechend würde das eigentlich schon sehr gut zusammenpassen. Ja, das ist tatsächlich wahr. Was diese Werte betrifft, ist Elsa da schon auf alle Fälle auf Platz 1. Aber was diese Sicherheit betrifft, die man den braucht, das ist, glaube ich, eher bei Nina zu finden. Das wäre wahrscheinlich eher bei Nina zu finden. Das wäre wahrscheinlich eher. Aber mir macht das mit dem ganzen Reisen schon Angst. Und ich glaube, bei Nina gehen jetzt die Ängste los, ne? Weil sie die Kompatibilität, glaube ich, in Frage stellt, ein bisschen. Dann nehme ich dich ganz kurz 5 Minuten zur Seite. Gerne. Und weil sie keine Sicherheit hat. Ne? Also das würde tatsächlich in mir auch ganz viel hochholen. Also ich fühle das total, wie es Nina vielleicht gerade geht. Also zumindest denke ich das. Also ist für mich einfach super wichtig. Ich bin leider einfach, was Job und so angeht, noch gebunden. Und ich bin auch gefühlsmäßig sehr gebunden an Berlin. Mhm. Und ich merke, wenn ich so darüber rede, und ich kann mir eine Fernbeziehung auf jeden Fall vorstellen, aber ich sehe das schon als eine Hürde. Voll gut. Finde ich richtig, richtig gut. Weil damit steht Nina auch für sich ein, ne? Ich will es einfach ehrlich sagen. Ich kann aber auch noch mal auch gerne noch ganz ehrlich sagen, ich finde, du bist eine wundertolle, schöne Frau, von innen wie von außen. Also vor allem von innen, finde ich. Ich fühle mich mega wohl bei dir. Und ich bin wirklich ernsthaft geflasht davon,
dass ich so denke, ach krass, dass alles, was ich mir irgendwie so mal erhofft und vorgestellt habe, das gibt's in echt. Ach Nina. Und ich finde das gruselig. Ja. Und das macht mir Angst. Und ich merke, dass mich das extrem stresst. Ja, aber weil halt auch keine Sicherheit von der anderen Seite gegeben ist. Ich glaube, würde die Sicherheit von der anderen Seite da sein, würde sie es nicht so stressen, sondern sie könnte es genießen. Jetzt wurde diese Information mit Hongkong gedroppt. Also es ist schon eine krasse Nummer irgendwie, finde ich auch. Also ich finde, dass das so nebenbei zu droppen, puah! Aber auch, weil ich keine Rückmeldung von dir bekomme. Mhm. Und bei mir macht es ein kleiner Fluchtinstinkt breit. Mhm. Ich verstehe es und es ist auch, finde ich, ein sehr gesunder Schutzmechanismus, der da angeht. Ne? Also es gibt ja auch dieses Bindungsangst-Ding. Das sehe ich hier nämlich gar nicht, sondern es ist für mich ein sehr natürlicher Schutzprozess, der so sagt, ey, ich weiß nicht, ob wir zusammenpassen an dieser Stelle, wenn du mir die Sicherheit gar nicht geben kannst, die ich brauche. Und die, finde ich, auch komplett valide ist in einer Beziehung oder bei einem Dating-Prozess. Es ist ja eh schwierig in diesem Format, aber diese Info hätte mich auch weggehauen, ne? Leute, ich bin ganz ehrlich, ich fühle Nina so sehr. Deswegen weiß ich nicht, ich will das einfach gesagt haben. Ich will nicht, dass du denkst, dass ich mich distanziere, weil ich keinen Bock habe, sondern dass ich mich distanziere, weil ich weiß. Ja, ich Schiss habe und danke, dass du dich öffnest. Ich habe nicht das Gefühl, ich habe mich gut verkauft. Ich habe mal ehrlich gesagt, was Sache ist. Ja, und darum geht's ja aber auch gar nicht. Und das ist so wertvoll, Nina. Das ist so wertvoll, als würde sie so da sitzen, ne? Und ich habe eher das Gefühl, dass das dazu führen könnte, dass sie sagt, die hat so viele Zweifel und so viele Ängste. I don't know. Ja, aber dann ist es so. Und dann war man ehrlich und hat nicht performt und irgendeine Maske aufgezogen. Dann soll's nicht sein. Und dann war man aber ehrlich bei sich, hat ehrlich gesagt, was Sache ist. Und sie hat das ja nicht abgesägt, sie hat gesagt, es geht nicht. Sie hat einfach nur geäußert, ey, das verunsichert mich, dass von dir nichts kommt. Und das kann ich so gut verstehen. Weil es auch ihre Standards so umrahmt, ne? Also sagt so, ey, ich brauche da ein bisschen mehr. Und that's okay. Ich habe keinen Bock auf dieses Buhlen und bla und sich darstellen und reden müssen und so. Das nervt. Glaubst du wir? Daher kommt natürlich auch diese Verkrampftheit. Weil immer, wenn Nathalie dann so sie selbst war und so locker, dann war ja auch alles okay. Aber es ist natürlich schwierig in so einer Situation. Nee, aber ich bin auch nicht jemand, der sich so in den krassen Mittelpunkt drängt und die ganze Zeit quatschen muss. So. Okay, und die anderen schon, oder wie? Hä? Aber das macht ja auch eine normale Unterhaltung aus. Was? Unterhalten. Ja. Nerven liegen blank, Leute. Hast du das einen guten Eindruck bei meiner Mom hinterlassen? Ja, hab ich. Meint ihr, Marlene hat mit ihrer Mutter geredet? Weiß ich schon. Warum weißt du das? Weil ich ehrliche, schöne Sachen gesagt habe. Ich glaube, die dachten, Elsa hat ein bisschen geschleimt. Okay. Ich habe wirklich versucht, einfach nur zu sagen, was ich denke und was ich fühle und wie ich dich finde. Und wie findest du mich? Ich finde dich unglaublich interessant und ich weiß, dass wir super matchen, weil wir einfach, wir können über ernste Dinge reden, wir können aber auch krass viel lachen zusammen. Dass wir uns körperlich anziehend finden, weiß ich. Hoffe ich. Weiß ich gar nicht so genau. Also ich weiß es von meiner Seite aus, von deiner weiß ich es nicht. Und ich weiß, dass ich mich krass intensiv geöffnet habe in so einem kurzen Zeitraum, weil du mir einfach extrem gefällst. Ich fühle mich krass zu dir hingezogen. Ja, und ich glaube, das ist auch die Wahrheit. Also ich glaube wirklich, Elsa findet Madeleine richtig toll und auch anziehend. Und man merkt auch, zwischen den beiden ist auf alle Fälle auch was. Das merkt man. Und ich meine es krass ernst mit dir. Krass ernst. Also die Mutter und die beste Freundin haben nicht so gut geredet über Elsa. Ich sage dir ganz ehrlich, wie es ist. Anscheinend hast du ja nicht so einen coolen Ruf. Keine Ahnung, aber ich weiß es nicht. Ich weiß, dass meine Attitüde oft nicht so wirkt. Und ich hasse das, dass es so ist. Kann ich mit dir sprechen? Gleich, okay? Ja, Natalia hat wieder natürlich kein Feingefühl in der Situation. Aber weil sie es, glaube ich, auch nicht einschätzen kann. Ne? Ich glaube, sie kann es wirklich einfach nicht einschätzen. Und es ist keine Bösartigkeit dahinter. Oh, ist mir viel zu dumm, ey. Hey, hast du jetzt nichts gemacht, oder was? Die gesagt, ich brauche noch einen Moment. You just made the world
Tschüss. Da ist, der Geduldsfaden ist nicht mehr so da, glaube ich. Und ich verstehe es. Bei allen. Was brauchst du von mir, sagst? Ich weiß nicht. Ich will die Sicherheit geben, dass ich es ernst meine. Da ist halt, trotz Zweifel, ist da halt was. Ja, ich glaube auch, leider. Ich habe das ja schon mal versucht zu erklären. Ich glaube, dieses körperlich sein, dann wieder das Entziehen, dann wieder emotional sein, dann das wieder Entziehen, das ist ja intermittierende Verstärkung. Ja, nennt man das in der Psychologie. Da kann man auch leicht addicted zu werden, vor allem als ängstliche, unsichere Person. Weiß ich jetzt nicht, ob das der Fall ist, ne? Aber manchmal habe ich schon den Eindruck, dass Elsa mit ihrer kühlen Art und dann aber trotzdem diesem körperlichen und hier flirty, aber dann wieder kühl und dieses heiß-kalt, was leider bei mir so rüberkommt, dass das entweder Menschen total anzieht oder total wegstößt und dass es dann nichts dazwischen gibt und dass Unsicherheit kreiert wird und Unsicherheit, Dinge, die man nicht haben kann, die will man haben. Und es fällt aber trotzdem sehr schwer einzuschätzen, ist das jetzt ernst gemeint oder nicht. Ich kann es auch nicht einschätzen, Leute, ich sag's euch ehrlich. Ich bin Rätsel für dich, ne? Na, Natalie ist jetzt on the rye. Ja. Warum? Weiß nicht. Stress dich nicht, ich merk das auch. Also ich bin ein super sensibler Mensch, ich merk das auch. Weiß. Du bist okay. Also ich finde dich mega toll, ich glaube, das habe ich dir auch gesagt. Und es nervt mich auch alles hier. Natalie wird ein bisschen ruhiger, finde ich, gerade. Weil sie, glaube ich, selber jetzt auch merkt, dass es wahrscheinlich jetzt Zeit ist, sich zu lösen. Also diese ganzen Frauen, also man hat halt auch gar keine... Ich würde mir wünschen, auch natürlich wünscht man sich selber halt auch auf Aufmerksamkeit. Ne? Marlene is not amazed. Mir fällt es halt schwer, so weiterzudenken. Also weil Verstehe ich. Mir fällt es schwer, eine Entwicklung bei uns irgendwie zu sehen, weißt Verstehe du? Ich, ja. Sie ist, finde ich, mehr wieder bei sich. Ist halt so, also ich bekomme halt auch wenig. Weißt du, was ich meine? Und es nervt mich auch, wenn ich sehe, wie du Eltern anguckst und so. Ja, und sie braucht halt wahrscheinlich ein bisschen mehr Bestätigung, Natalie. Und jetzt zu hören, dass ja ihr auch die Bestätigung fehlt, es ist alles sehr, sehr verwirrend. Madeleine, durch deinen Hund rum. Das ist too much. Warum soll es too much sein? Ich weiß es nicht, wie ich mit dir umgehen soll. Ich hätte Madeleine gerne generell abgeholt irgendwie in der Situation und hätte gerne irgendwie ihr ein sicheres Gefühl gegeben, und aber... Weil sie es nicht einschätzen kann. Und Natalie, tut mir jetzt gerade echt ein bisschen leid. Ich mag, dass du so zierlich bist. Darf ich crashen? Hello. Nein. Natalie, nehme ich mir jetzt so viel Zeit. Aha, okay. Natalie ist nach wie vor ein sehr interessanter Mensch und ich habe sie total ins Herz geschlossen. Aber es war ein ganz komisches Gespräch. War es auch. Ja. Das ist schon mal für dich. Oh, darf ich dir einfach so runternehmen? Ja, danke klar, für den Einkauf. Ich muss gerne runter. Ich würde auch nicht so viel Zeit wegnehmen. Crazy. Darf ich dir was fragen? Ja. Ich will auch nicht so im Blickfeld von den anderen sein, aber ich würde dich unheimlich gerne küssen. Okay. Ja, ich bring dich weg. Ich bring dich weg. Ja, okay. Ja, dann let's knutsch. Ich glaube, das tut man denen jetzt mal ganz gut hier. Bin ich nicht schlecht für die Entscheidung, die du heute Abend treffen wirst. Wirklich. Kommen wir zur Entscheidung, Leute. Sehr, sehr viele tolle und cringe Gespräche. Hab mich immer sehr, sehr wohl gefühlt mit dir und habe immer gehofft, mehr und mehr kennenlernen zu dürfen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir heute beide so ein bisschen das Handtuch geworfen haben voreinander. Und ja, würde ich dir die Kette leider abnehmen. Das ist vollkommen normal. Und du bist mega, mega, mega toll. So, Natalie muss gehen. Wir haben, glaube ich, alle mitgerechnet. Und ich hoffe einfach, dass es ihr nicht so kacke geht durch das Framing dieser Show,
weil sie schon krass dargestellt wurde und mir das tatsächlich echt ein bisschen leid tut. Ich bin total enttäuscht, klar. Ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, Madeleine weiter auch draußen kennenzulernen und hätte mir das vorstellen können, auf jeden Fall, ja. Ja, du hast mir heute gesagt, dass du gerne mehr Feedback, mehr Bestätigung, mehr Rückmeldung von mir gehabt hättest. Nina! Also, ne, das ist ja meine Wunschkandidatin am Ende. Wobei ich sagen muss, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich es Nina wünsche, weil ich so denke, ich weiß nicht, ob das so gut für Nina ist, diese ganze Situation. Was ich sehr gut verstehen kann und dass bei dir so ein bisschen der Fluchtinstinkt auch jetzt immer mal wieder hochkommt. Und hast eben auch gesagt, wir sehen uns bald wieder. Und ich hoffe, dass morgen bald genug ist und hoffe, dass du bleiben möchtest. Nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geht Nina? Alter, was? Ich komme nicht klar. Ich weiß auch nicht, was hier abgeht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, geht sie? Geht sie jetzt? Okay. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du bleibst. Ja. Okay, jetzt kam mal ein bisschen zurück, ne? Ich wusste wirklich nicht, ob ich hier bleiben will. Ich wusste es einfach nicht. Das Einzige, was irgendwie geholfen hat, dass sie mir echt nochmal in die Augen geguckt hat und gesagt hat, sie würde sich echt darüber freuen. Und das war so mal Feedback. Also Leute, ne, so gern ich Nina hab und ne, ich will ja, obviously bin ich Nina-Fan seit erster Stunde, hätte ich's verstehen können, wenn sie gegangen wäre. Ich hätte es verstehen können. So, machen wir weiter. Sind echt wunderschöne Momente zusammen. Wir haben sehr, sehr schöne Küsse zusammen. Ich war mir am Anfang immer ein bisschen unsicher. Du bleibst. Wegen Daisy. Daisy, könnt ihr euch noch an Daisy erinnern? Das waren Zeiten. Hat sich auf einmal irgendwie alles so krass geändert und es ging irgendwie nur noch steil hoch und hab einfach immer mehr Interesse an dir gehabt und wir haben einfach so tolle Momente miteinander gehabt. Ich hab dich so krass in mein Herz geschlossen, aber irgendwie fehlt da noch so diesen kleinen Platz Druck. Nein, Leute. Okay, wirklich. Elena muss gehen. Es tut mir voll leid. Ich fühle mich nicht schlecht, deswegen okay. Nein, wir beide. Nein. I fucking knew it. Wir lachen viel zusammen. Wir haben voll intensive Gespräche und dann lachen wir auf einmal wieder und dann ist es wieder voll intensiv und ich finde das mega, mega schön und deswegen würde ich mich freuen, wenn du die Kette behältst. Sehr gerne. Dankeschön. So Leute, damit sind Elsa und Nina im Finale. Hättet ihr es gedacht? Nächste Woche ist Finale. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass es euch gibt. Schön, dass du da bist. Ihr habt eure Koffer ja schon gepackt, richtig? Ja. Das ist gut, weil es nämlich in wenigen Stunden nach Bangkok für uns geht. One night in Bangkok, du, 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 du. Bis gleich quasi. Okay, bis gleich. Wir gucken rein, was nächste Woche passiert. Spannend. Es wird heute auf jeden Fall die allerschwerste Entscheidung. Einfach irgendwie eine wirklich crazy Achterbahnfahrt. Ja. Wenn ich Madeleine küsse, vergesse ich einfach alles, was um mich passiert. Ich fühle mich unglaublich verbunden zu Madeleine. Jetzt werden wir einfach sehen, was Madeleine für eine Energie in ihrem Leben möchte. Ich frage mich immer noch, ob du wirklich ernst meinst oder nur gewinnen möchtest. Leute, ich hoffe, ihr seid nächste Woche dabei. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich freue mich, eure Kommentare zu lesen.
Und ich sag bis nächste Woche Freitag.